Ja, moin, ganz kurz einmal, bevor es gleich losgeht, wir wollen heute einmal Lost Galaxy vorstellen. Die App von Rudi Games wurde gerade freigeschaltet, sodass man das Spiel jetzt spielen kann. Expand, Protect, Survive, 8 plus in Jahren 2 bis 4 Spieler, 10 bis 15 Minuten. Es gibt keine Anleitung im Spiel, es ist alles App-basiert. Mehr Action durch spezielle Zufallsereignisse in der App wird versprochen und mehr Abwechslung durch Fraktionen mit Spezialfähigkeiten. Und ja, App-Updates sollen immer neue Spielinhalte bringen. Das kann man natürlich jetzt heute noch nicht sagen. 120 Karten, also ein astreines Kartenspiel. Ja, und ich würde sagen, kurze Regelerklärung und dann geht's gleich los. Ja, einmal ganz kurz zu den Regeln des Ganzen. Ist eigentlich relativ einfach, das Spielprinzip. Ich lasse das Handy mal in der Mitte, da würde jetzt dann die App ablaufen. Die App zeigt einfach nur einen Planeten an. Der Planet ja, wird nach irgendeiner Zeit explodieren und wir müssen so viele Leute wie möglich evakuieren. Wie evakuieren wir so viele Leute wie möglich? Indem wir die Planeten quasi aufbauen daneben. Es gibt 8 mögliche Anlageflächen, das heißt 8 Felder. Tatsächlich in der Demo, die ich heute geguckt habe, gab es einen Plan dafür. Hätte ich gar nicht so schlecht gefunden, aber es geht eigentlich, man kann sich so merken. 8 Felder, nur mal um es aufzuzeigen. Man muss immer eine 1 anfangen. Das heißt, jeder hat eine Fraktion. Meine wenn jetzt die Roten. Kerstin spielt gleich mit den gelben Karten. Und im Spiel zu zweit kommen auch noch die Karten einer dritten Fraktion hinzu, einfach um das aufzustocken. Sagen wir, es geht los. Man legt eine 1. Man muss immer mit einer 1 beginnen. Dann darf man auf eine 1 eine 2 legen, auf eine 2 eine, ich habe sie jetzt hier nicht mehr, gerade eine 3. Und dann dürfte meine Fraktion bei einer 3. Da komme ich gleich noch zu, was die Fraktionen können, evakuieren. Alle anderen brauchen noch eine 4. Und wenn dann da eine 4 liegt, 3, 4 als Beispiel, dann darf ich das evakuieren, nehme es weg und habe im Grunde dann die nachher für mich. Wichtig ist, dass man alle die Siegpunkte kriegt. Das heißt, ich kann dann nicht nur die rechnen, die ich habe, 1, 2, 3, 4, also die in dem Fall, sondern auch der Punkt von Kerstin, den ich evakuiert habe, der geht in die Liste mit ein. Dann gibt es auch folgenden Kniff. Um das länger aufrechtzuerhalten, kann auf eine 1, kann ich eine 2 legen und dann theoretisch könnte Kerstin, weil sie die Fraktion hat, das wieder runterstufen, weil sie nicht will, dass ich es evakuiere, eine 1. Dann könnte ich sie wieder eine 2 drauflegen, ich aber wieder eine 1 und so weiter. Das ein Planet kann also ewig dick werden im Grunde. Es gibt noch, ja, die App hat noch so ein paar Spezialfähigkeiten, die werden wir im Spiel erklären, wenn es dran ist. Es gibt noch 4 Sonderkarten. Die Sonderkarten, ja, geben so ein bisschen Action ins Spiel mit dem einfach hier minus 1 sorge ich dafür, die lege ich auf einen Stapel. Hier liegt eine 1 und eine 2. Wenn ich die da drauf lege, weil ich ihre 2 nicht mag, dann wird die weggenommen und kommt auf den Ablagestapel. Es gibt den Planetenzerstörer im Grunde, der, wenn jetzt hier 1, 2, 1 irgendwie drauf liegt und Kerstin will das nicht, weil da 2 Karten von mir sind oder wer auch immer, dann legt man den Planetenzerstörer drauf und die Karten kommen alle weg. Wenn der Planetenzerstörer draufgelegt wird, kann man aber auch den Schutzschild darauf legen. Und der Schutzschild klaut einfach den Zerstörer und legt ihn auf den Ablagestapel. Oder auch die Minus-1-Karte wird dadurch zerstört. Und dann gibt es noch ja, den Traktorstrahl. Traktorstrahl kennen alle vom UNO im Grunde, denn da setzt man eine Runde aus. Und dann ist der nächste Spieler wieder an der Reihe, in dem Fall im Zweierspiel wieder ich. Ja, und bevor es losgeht, vielleicht einmal ganz kurz die 4 Fraktionen vorgestellt. Da haben wir gleich noch den Nachteil im Grunde der App so ein bisschen, wenn ich spiele und mir Fraktionen ausgesucht habe oder am Anfang des Spiels, dann kann ich ja mir immer auf Knopfdruck anzeigen lassen, was ist denn die Sonderfähigkeit. Natürlich auch, wenn ich mir sie auswähle, aber wenn ich jetzt einfach wie hier sitze und mir die Karten angucke, dann habe ich keine Möglichkeit, das ohne App-Start zu sehen. Hätte vielleicht so eine kleine Kurzübersicht dem Spiel ganz gut getan. Es gibt also 4 Völker im Grunde, das sind einmal die Cyborgs. Die Cyborgs dürfen schon ab einer Größe von, also Planetengröße von 3 evakuieren. Ein großer Vorteil, würde ich jetzt einfach einmal sagen. Die Seriens, und da wird man gleich, wenn man unser Spiel sieht, auch einmal merken, das kann auch ein großer Vorteil sein, dürfen immer 6 Handkarten haben. Die Mechs, immer wenn man mit seinem Zug fertig ist, darf man eine Planetenkarte aus der Mitte wieder entfernen und auf den Ablagestapel legen. Und die Brutes, noch gemeiner, sehen auch gemein aus. Die Brutes, da ist es so, dass man
nicht von der Mitte eine Karte stehlen darf, sondern ja, vom Gegner im Grunde nach Belieben. Immer eine nach seinem Zug. So, wir haben den Startspieler bestimmt. Diesmal sind es die Cyborgs. Die Cyborgs ja, würden jetzt beginnen. Ich zeige einmal meine Karten und dann sehe ich auch, warum nicht begonnen wird von mir. Denn ich habe keinerlei 1 bei mir liegen. Jetzt der spannende Fall natürlich, dass es auch immer Karten dabei sind, die man nicht selber hat. Also, das heißt nicht selber hat. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Die wir keinen Punkte bringen. Fehlt noch eine. Minus 1 weg. Ich habe nicht gemischt, möchte ich kurz dazu sagen. Ich schütze, also ja, sie wollte eine Karte an dem Planeten ganz komplett kaputt machen. Ich habe ein Schutzschild geworfen. Jetzt kommt wieder eine Mondfinsternis. Ich hatte nicht kann auf. Nee, ich habe eine weniger natürlich, weil ich das Schutzschild geworfen habe. Kann nichts machen, muss also abwerfen. Mich selber so ein bisschen reingelegt. Schön, also bis 4 hochgespielt, hat sich den Planeten gesichert. Sind nicht keine Karten. Ich hätte gerne noch mal meine Karten. Das Problem ist jetzt, wenn ich das mit Gelb noch hochspielen würde und wieder runter, könnte sich natürlich trotzdem den Planeten sichern, was mir überhaupt nichts bringen würde. Was sie jetzt wahrscheinlich auch tut, ja. Das ist ein großer Mist. Die hat den Satelliten geschnappt. Satellit schnappen bedeutet plus 2 Handkarten. Spiel stoppt wie immer. Du bist. Du bist. Okay. Ja, die 4 ist natürlich jetzt verlockend, aber ich muss leider nochmal abwerfen. Das gefällt mir alles nicht. Kann mit jeder 3 oder 4, ich habe die Sonderfertigkeit, mit jeder 3 oder 4 kann man, aber der minus 1 gehen immer alle obersten Karten weg. Mit jeder 3 oder 4 kann man. Ich rede wirr, ich weiß. Okay, jetzt war sie viel zu schnell für mich gerade. Ach nee, ich habe gar nicht ich, kurz verwechselt. Ich dachte, ich kann blocken, kann ich aber nicht. Ich bin dran, das ist sehr schön. Ich nehme eine 1, ich lege sie mal hier hin. Ja, eine 2. Huch, Mist, das Pierchen aussetzen. Die Karten auf. Jetzt ist sie wieder, werde sie gleich wieder am Zuge. Und ich habe schon wieder Kartenpech. Das heißt, jetzt bin ich dran. Da sieht man auch so ein bisschen gleich die hakelige Schwierigkeit hier. Ich kann mir vorstellen, dass es mit noch einem Spieler mehr ein bisschen, ups, bisschen zügiger von dann geht. Da hier auch nur Rot und meine dabei sind, lohnt es sich für mich. Ich ziehe nach, Kerstin muss aussetzen. Und ja, wieder das gleiche Problem. Ich hätte mir ein paar mehr Einsen im Spiel gewünscht, verhältnismäßig. So, wir breiten das jetzt mal ein bisschen besser aus hier.
jetzt haben wir ein bisschen, beziehungsweise neigen wir wahrscheinlich auch dazu, die Einsen sehr spät auszuspielen. Ich weiß, ich bin dran. Haben wir einmal zwei Handkarten, die ich gut gebrauchen kann. Die bringen nämlich ein bisschen Fluss in das Ganze. Nein, tun die nicht, um ehrlich zu sein. Du bist dran. Ist ein bisschen verhext. Wir machen Pause, weil wir mischen müssen. Ja, erster Eindruck zu zweit während des Spiels. Ich glaube, man weiß, was man tun möchte. Ich habe den Eindruck, dass die Sonnenfinsternisse kommen, glaube ich, relativ gleichmäßig, oder? Müssen immer so zwei pro Spiel sein. Ja. Diese minus eins, zwei, dreimal pro Spiel. Der Satellit schwirrt, glaube ich, für jede Farbe einmal rum. Also man hat durchaus was zu tun, muss mal irgendwas machen. Es ist immer so, dass wir spielen zu zweit, wir haben drei Farben, also wir haben zum Spiel zu dritt drei Farben, wahrscheinlich noch eine Farbe mehr und zu viert dann eh mit allen. Ich finde, man wirft relativ häufig seine Karten komplett ab. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendeinen Fehler machen. Ja, weiter geht's. Ich habe abgeworfen. Mhm. Wobei man jetzt sieht, jetzt könnte es gleich ein bisschen, ja, es ist fast schon zu viel los. Also auf einmal ist es dann doch so, dass ein bisschen Action da drin ist. Verdammt, und das ist genau der Moment, wo das Spiel dann auch schon zu Ende ist. Da haben wir jetzt, glaube ich, richtig ist Kartenpech gehabt, weil ich hätte auch, ja, du hättest mit mir, die hast du natürlich nie gespielt. Nein. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das die Schwierigkeit ist, dass man relativ einfach seine Handkarten loswerden kann und das ungestraft macht. Also ich weiß nicht, Kerstin hatte jetzt, man kann es einmal kurz zeigen, drei meiner Karten auf der Hand und sie schmeißt sie halt einfach weg. Klar, sie werden dann wieder eingemischt, aber ich glaube, das Spiel ist relativ kurz dafür, dass man dann immer nochmal warten muss, bis sie wieder ins Spiel kommen. Und ja. zu 2 habe ich und du 11 zu 3, das heißt 13 für Kerstin, 8 für mich. Und dann sagt das Spiel, du wirfst es aus, zeigt Runde 2 starten. Das wollen wir es nicht. Wenn ich das Spiel beende, dann sagt er mir, Achtung, ja, ich verliere den Fortschritt. Und dann kommt noch mal eine schöne Grafik, die anzeigt, dass die Mechs gewinnen und ich bin nur Zweiter geworden. Ja, soweit zum eigentlichen Spiel mit den Credits. Ja, kurzes Zwischenfazit oder Schlussfazit. Ich glaube, vom Grundsatz her kann das was werden. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir das wirklich, ob das den Entwicklungsstand erreicht hat, den es irgendwann erreichen wird. Das glaube ich nicht, denn Rudy Games, da muss man eins zu sagen, Interaction und, jetzt habe ich den anderen Namen tatsächlich vergessen, Leaders, genau. Diese Risikoverschnitt und die Trivial Pursuit Variante so ein bisschen mit Action und Fun und auch aktualisiert. Die sind beide immer aktualisiert worden bisher. Immer neue Inhalte, das wird auch hier versprochen, das glaube ich tatsächlich. So ein bisschen, also ich glaube, es ist nichts für Spieler, die wirklich so die Karten hinkloppen wollen. Das ist momentan nicht so, weil man wirklich sehr häufig, habt ihr ja gesehen, 5 Karten abwirft, die nächste, wo glaube ich das Problem ist, dass man halt, wenn man Karten des Gegners auf der Hand hat, die halt nicht spielen muss, sondern dann halt immer sie einfach los wird. Aber es gibt fürs Loswerden keine Strafe und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man irgendwie noch ein bisschen mehr gezwungen wird, die Karten des Gegners auch zu spielen. Weil die Zeit einfach zu kurz ist, um darauf zu warten, dass der Nachziehstapel zwei oder dreimal neu gezogen wird. So schnell geht es einfach nicht, zumindest jetzt am Anfang nicht. Wir werden sicherlich jetzt auch noch zu viert spielen und uns das mal angucken. Ist bestimmt nochmal ein ganz anderes Spiel, weil dann halt doch immer mehr Einsen da liegen und doch mehr Karten. So zu zweit kommt man ja nicht auf diese 8 Karten, die außen rum liegen. Und deswegen würde ich jetzt bisher auch sagen, ich glaube zu dritt spielt man dann mit allen Karten, wenn ich das jetzt richtig sehe, bin aber nicht ganz sicher.
und zu vier dann auch mit allen Karten. Ich glaube, dann ist es noch ein bisschen flüssiger als zu zweit. Aber ich glaube, um das Spielprinzip einmal verstanden zu haben, ja, reicht das völlig aus. Gut, ja, so viel zu jetzt. Ich würde mich freuen über ein Like, Daumen hoch, abonnieren. Ich bin noch auf Facebook, Instagram, Twitter. Ja, gerne einfach wieder reinschauen. Ich wünsche noch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video sieht. Und bis zum nächsten Mal. Was konnten die noch mal, die Brutes? Haben wir, glaube ich, nicht gelesen, Schatzi. Na, doch, hatte ich doch vorgestellt Nee, eben. wir hatten uns nur die zwei Gestern, als ich rausgesucht. das Video gemacht habe, von den Karten, dass nichts geworden ist. Weiß ich nicht.